Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zur Beantwortung steht der parlamentarische Staatssekretär Thomas Silberhorn zur Verfügung. Die Frage 49 soll schriftlich beantwortet werden. Ich rufe auf die Frage 50 des Abgeordneten Uwe Keckeritz. Zu einem möglichen Ausstieg Deutschlands aus der neuen Allianz für Ernährungssicherung der G7. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Herr Kollege. Die neue Allianz für Ernährungssicherung ist ein Ergebnis des G8-Gipfels von 2011. Die Bundesregierung beteiligt sich an einer Evaluierung dieser neuen Allianz für Ernährungssicherung zusammen mit Frankreich, den USA und Großbritannien, und zwar in den jeweiligen Fokusländern Burkina Faso, Ghana, Nigeria und Benin. Die Ergebnisse zu Burkina Faso liegen vor. Deutschland ist federführend für die Evaluierung in Benin verantwortlich, die aber noch nicht abgeschlossen ist. Wir erwarten die Evaluierungsergebnisse spätestens Anfang April. Nach vollständigem Abschluss der Evaluierung wird die Bundesregierung die Ergebnisse fachlich und politisch bewerten und das weitere Vorgehen mit den relevanten internationalen Partnern diskutieren. Die Ergebnisse der Evaluierung sollen auch veröffentlicht werden. Zum zweiten Teil Ihrer Frage: Die neue Allianz erarbeitet jährlich Fortschrittsberichte, in denen die einzelnen Länder ihren Fortschritt gegenüber ihren nationalen Vereinbarungen darlegen. Nach dem letzten Fortschrittsbericht 2015-16 haben private Investitionen innerhalb der neuen Allianz für Ernährungssicherung in diesem Berichtszeitraum 10,4 Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern erreicht und mehr als 30.000 Jobs geschaffen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Dankeschön. Das war mir jetzt neu, dass Sie zusammen mit Frankreich, USA und Deutschland eine Evaluierung durchführen. Merkwürdig ist doch, dass die Franzosen aussteigen aus der New Alliance. Haben die mehr Informationen als die Bundesregierung oder sind die schon weiter in der Evaluierung? Ich verstehe den ganzen Zusammenhang nicht, ehrlich gesagt. Also insofern wäre für mich interessant, was wissen die Franzosen mehr als die Bundesregierung? Und für mich ist auch noch interessant zu wissen, Sie sagen, Sie haben 10 Millionen Bauern erreicht. Bitte schön, was heißt es, wenn Sie 10 Millionen Bauern erreicht haben? Inwieweit hat sich denn der Lebensstandard dieser Bauern verbessert und inwieweit ist das Thema Hunger und Not dieser Bevölkerungsgruppe dadurch tatsächlich positiv beeinflusst worden? Frankreich hat ein Partnerland, nämlich Burkina Faso. In Bezug auf Burkina Faso ist die Evaluierung bereits abgeschlossen worden. Deswegen hat Frankreich daraus bereits eine Konsequenz ziehen können. Die Evaluierungsergebnisse der weiteren Partnerländer stehen aus und sind für Anfang April erwartet. Und im Lichte der Ergebnisse dieser Evaluierung werden wir dann bewerten können und mit unseren Partnern uns beraten können, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Was die Kleinbauern angeht. Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass die Arbeit der neuen Allianz für Ernährungssicherung einen Fokus auf Kleinbauern setzt, im Übrigen auch auf die Einbeziehung von Frauen. Und ich beziehe mich hier mit den Zahlen, die ich genannt habe, auf den letzten Fortschrittsbericht 2015-16. Wir können allerdings erwarten, dass im Zuge der Evaluierungsergebnisse, die Anfang April vorliegen werden, auch nähere Auskünfte darüber zur Verfügung stehen werden. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, dann habe ich einfach eine Frage in Bezug auf die Allianz insgesamt. Wenn hier jetzt entscheidende Players aussteigen, inwieweit macht denn die Mitgliedschaft in der Allianz dann überhaupt noch Sinn? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, aber erst stellen wollen, wenn die Evaluierungsergebnisse vorliegen. Wir müssen allerdings auch in Rechnung stellen, dass diese neue Allianz für Ernährungssicherung ein Ergebnis eines G8-Gipfels gewesen ist. Und insofern stellt sich in der Tat grundsätzlich die Frage, wie wir das weiterführen, wie wir es in herkömmliche Strukturen der bilateralen Zusammenarbeit integrieren können. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir der laufenden Evaluierung auch nicht vorgreifen können. Danke, Herr Staatssekretär. Wir sind damit am Ende Ihres Geschäftsbereiches.